Ja, also lieben Dank für die nette Einladung. Auch vielen Dank für den Applaus. Das macht mich nervöser natürlich, weil jetzt muss ich mich doch ordentlich anstrengen. Auch vielen Dank an meinen Vorredner. Spannend, also ich schließe fast nahtlos an. Und ich glaube, also das ist auch spannend zu beobachten, dass der deutschsprachige Raum sehr, sehr ähnlich diskutiert schon mittlerweile und also die Hochschulen ungefähr immer wieder in der gleichen Lage sind. Das heißt also vieles tatsächlich, die einen halt ein bisschen weiter vorne, die anderen ein bisschen weiter hinten, aber im Endeffekt diskutieren wir alle das Gleiche. Der Titel von meinem Vortrag ist, brauchen die Studierenden also von morgen überhaupt noch E-Learning? Ich werde auf die Frage dann natürlich eingehen und im Kleinen ganz drunter steht also der Untertitel oder E-Learning im Jahre 2032. Also vorgestellt, wann bin ich? Also ich lebe im Netz, so sage ich das immer, wenn Sie mich nicht finden, können Sie nicht googeln. Sie werden mich finden, ganz sicher. Sie dürfen mich auch kontaktieren, auf welcher Plattform auch immer. Finden Sie eine Plattform, wo ich nicht zu Hause sein sollte, schreiben Sie es mir, dann habe ich irgendwo einen Fehler. Das heißt, ich muss das natürlich aus Berufsbildung heraus testen und auch immer nachschauen, also was ich mache. Aber Sie sehen hier die Hauptaccounts, wie meinen Blog und meinen Facebook-Account oder Twitter-Account, wie Sie auch immer wollen. Ja, warum ich jetzt auf 2032 komme? Das ist dieses Gedankenexperiment. Ihr Enkel, Ihr Sohn, Ihre Tochter geht heuer in die Schule, Grundschule bei Ihnen, bei uns in Österreich Volksschule. Die wird 2020 mit dieser Volksschule fertig werden. Sie macht das Abitur, der maturiert in Österreich mit 2028 und im besten Falle, wenn sie also an die TU kommt zum Beispiel, kann sie also 2033 fertig machen. Und die Frage ist, bereiten wir heute unsere Schulanfängerinnen und Anfänger tatsächlich auf das Jahr 2033 vor? Ich bin so böse und auch wenn das Mikrofon da ist, ich glaube in Österreich, also bereiten wir sie nicht einmal auf 2016 vor. Und das ist das, was mich drückt. Ja, also wir sehen, was die Arbeitswelt da draußen braucht. Wir sehen also, was sie gerne hätte und eigentlich reagiert das Bildungssystem noch nicht dementsprechend. Und was Digitalisierung angeht, müssen wir alles Mögliche diskutieren und wenig machen. Und das ist etwas, was eigentlich erschreckend ist. Und ich würde mal grundsätzlich behaupten, ich könnte heute niemanden auf 2033 vorbereiten. Ich weiß gar nicht, was das sein wird. Also denken Sie einfach den Zeitraum zurück. Dann sind wir irgendwie um das Jahr 2000, da hat von Ihnen und die meisten noch nicht einmal ein Mobiltelefon eingesteckt gehabt. Ja. Also heute haben Sie einen Computer mit denen wären die Amerikaner gern zum Mond geflogen. Ja. Also das geht so rasend schnell und mit der gleichen Geschwindigkeit, wenn es nur gleiche Geschwindigkeit ist, weitergeht, dann steht uns noch einiges bevor. Na gut, ich habe auch fünf Fragen. Ja, das ist spannend, dass sich das so toll trifft. Fünf Fragen, die ich stelle, also hochschulstrategisch und versuche auch fünf Antworten zu geben. Die erste Frage ist, wer braucht denn noch dieses E-Learning? Ja, also sehr provokativ. Warum frage ich mich das eigentlich? Da muss man sich Studien anschauen. Wenn Sie die CIM-Studie als die größte deutschsprachige Studie im Bereich also Kinder und Jugendliche hernehmen, dann schreibt die 2015, also die neue kommt in einem Monat heraus, ein Tablet-PC steht in 58% der Familien zur Verfügung. Es zeigt sich eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Praktisch jeder 12- bis 19-Jährige besitzt heute ein Handy. Also 98%, sie haben also eine vollkommene Penetration. 92% davon haben ein Smartphone und 3/4 davon eine Internet-Flatrate. Ja, 3/4 der 12- bis 19-Jährigen besitzen einen eigenen Computer, Laptop, knapp 6 von 10 Jugendlichen haben einen MP3-Player und nur mehr eigentlich 57% einen Fernseher. Also auch das gibt mir immer wieder zu denken, dass also der Fernseher tatsächlich nach unten geht. Ja, wie schaut das weiter drunten aus, frage ich mich dann. Ja, jetzt sind wir also, haben wir zum Beispiel den Besitzer Mobiltelefonen bei Schülerinnen in Österreich angeschaut. Dazu muss ich erwähnen, dass wir im Vergleich zu Deutschland in einem Schlaraffenland sitzen, was also den Mobilfunk betrifft. Der ist tatsächlich gut und wir haben also flächendeckend um 10 Euro pro Monat LTE, also jetzt darf ich eh nicht laut sagen, da herinnen. Das heißt also, bei uns hat jedes Kind, wenn es ein Smartphone hat, im Prinzip eine Flatrate, ja, weil es also macht sonst eigentlich keinen Sinn. Und Sie sehen eigentlich 2013 und 2014, wann also die Penetration mit 100% erreicht wird. Ne? Also Sie sehen da mit 11 Jahren, da auch so mit 10 bis 11 Jahren. Das ist bei uns der Übertritt zwischen der Grundschule und der ersten Sekundarstufe. Das heißt, dort ist heute das letzte Kind so weit, dass es die Eltern überzeugt, jetzt geht es nicht mehr ohne. Das geht weiter nach unten. Also ich habe also immer wieder verabsäumt, also hier unten zu fragen. Ich glaube auch, dass bei den Sechsjährigen wir derzeit bei 50% liegen, also wenn sie eintreten überhaupt in das Bildungssystem. Das heißt, die haben also diese Geräte im Prinzip einfach vorhanden.
Wie schaut es bei den Studierenden aus? Ja, weil das ist natürlich die Frage, die ich mich da anstellen muss. Dazu haben wir mittlerweile eine 9-jährige Langzeitstudie. Also heuer ist sie dann 10 Jahre geworden, nur die Daten sind nicht da. Ich habe ein N von fast 7000. Und wir fragen bei den sogenannten Welcome Days, das ist wirklich der erste Tag an der Technischen Universität, wo wir sie einführen in verschiedenste Services, darf ich Ihnen einen Fragebogen unterjubeln, weil ich das moderiere. Und mich interessiert natürlich, mit welchen Geräten sind diese Personen ausgestattet, die zu uns gekommen, was machen sie eigentlich damit und kann man da irgendetwas sehen, vor allem im Verlauf der vielen Jahre. Das erste ist der Gerätebesitz. Der ja, ist ähnlich wie bei dieser Gym-Studie. Sie sehen also die 100% im Bereich Smartphones ist knapp davor. Also ich gehe davon aus, das haben wir jetzt, aber das sind also ein paar wenige, die offensichtlich das verweigern können. Die meisten natürlich, wenig überraschend, haben Android-Systeme aufgrund der Kosten. Der Rest hat also iPhones und iOS-Systeme und ja, da gibt es noch was anderes auch, aber ich glaube, das ist verschwindend klein. Ja, demgegenüber steht genau die gleiche Zahl wie bei der Gym-Studie. Wir haben also ungefähr jetzt also zwischen 65% besitzen einen PC, 65% besitzen einen Laptop. Mit anderen Worten, sehr viele haben halt beides. Also die haben schon Smartphone, Laptop, PC, ist alles da. Im freien Fall ist bei uns ein bisschen der MP3-Player auf Lasten natürlich, also der Smartphones. Vielleicht eine spannende Zahl, so ganz klein dazwischen drinnen, weil die beobachten wir in den Hochschulen sehr stark, ist der E-Reader. Also haben immer mehr Studierenden, jetzt ist jeder Fünfte bereits, so ein Gerät eingesteckt und irgendwann wird die Forderung kommen, wir wollen E-Books. Ja, das ist also keine also ganz normalen PDFs. Aber wie gesagt, das sieht man momentan bei jedem Fünften. Spannend ist auch das Kommunikationsverhalten. Da ist die Frage, mit was kommunizierst du täglich? Ja. Und Sie sehen, also gelb war 2007 und 2015 ist also rot. Ja, wenig überraschend E-Mail. Ja, E-Mail ist gegessen, also das haben unsere Studenten, mit dem können sie also umgehen. Spannend ist natürlich, dass SMS etwas zurückfallend ist, also bis ins Jahre 2015, da geht es also nach unten. Und dann sehen Sie einmal den dritten großen Teil, der ist also Facebook. Wir haben den gelben Balken hier nicht deswegen, weil wir es nicht gefragt haben, beziehungsweise 2007 hat es tatsächlich noch nicht gegeben, sondern wir haben das schon jedes Jahr mitgefragt. Aber das war der erste große, interessante Sprung in dieser Studie von 1 auf über 70% und zwar im Jahre 2010. Innerhalb von einem Jahr ist plötzlich eine Generation da gesessen, die gesagt hat, wir Facebooken jeden Tag. Und der zweite große Bruch in der Studie ist dieser Teil hier, wie Sie sehen. Ja. Ja, also letztes Jahr, also ich sage immer, die WhatsApp-Generation ist jetzt da, die sitzen jetzt an den Universitäten, die sind letztes Jahr gekommen. Ja, sind bei uns angekommen, die können das jetzt offensichtlich, das ist eine andere Form der Kommunikation. Das heißt, wenn Sie sagen, machen wir eine Gruppe, wahrscheinlich haben die im unten schon irgendeine Gruppen aufgemacht und fragt App und tauschen sich ja aus, was sie machen, bevor sie überhaupt fertig sind mit der Aufgabenstellung. Ja, das 80% und das Spannende ist, jetzt darf ich also hier diesen roten Strich da weiterziehen, dann sehen Sie, erstmalig ist E-Mail geschlagen worden. Also es ist tatsächlich so, dass meine Studierenden, also die Erstsemestrigen, also mehr auf WhatsApp unterwegs sind als E-Mail. Also das ist auch eine erstaunliche Erkenntnis, dass es tatsächlich jetzt soweit ist. Also verständlich vom guten Kommunikationsweg her, aber tatsächlich auch, dass es so ist. Skype, wie gesagt, ist also, pendelt sich ein bei so 30%, wie Sie sehen. Also das geht jetzt wieder ein bisschen hinauf, diese Instant-Messaging-Dienste. Ich vermute, weil Facebook und so weiter das integriert hat. Andere Dinge, wo ich auch geglaubt habe, die werden irgendwann total boomen, wie Internet, Videocall, da tut sich gar nichts. Für Leute, die twittern, so wie mich, sehr traurig sind diese Statistiken. Ne? Also ist ein bisschen ein nerdiges Dasein, aber wir verstehen das als Twitterer, ja, und wollen auch geschlossen bleiben offensichtlich. Dann frage ich auch, wie schaut es mit den Schulen aus? In Österreich gibt es eine Moodle-Strategie, das heißt, jede Schule ist ein eigenes Moodle. Ja, also das ist schleppend, wenn Sie so sehen. Also das ist also bei nie, rar, oft sagen wir mal 20% und wirklich viel sagen wir mal 10%. Das heißt also, das wird kaum an den Schulen verwendet. Was gar nicht geht, sind noch Online-Kurse, also sogenannte MOOCs oder sonstiges. Das ist an Schulen überhaupt noch nicht gegeben. Das meiste, wenn Sie fragen, ist dann immer dieser Balken, ist nämlich Office-Software und Lernen am PC. Also das tun Sie halt im Prinzip ein bisschen Word machen und Wikipedia surfen.
Spannend für mich ist auch dann diese Frage, wo wir versuchen abzufragen, ob es schon einen Shift gibt. Also wie ist das mit analogen Lehrmaterialien zu digitalen Lehrmaterialien? Wie ist da die Einschätzung? Weil erfassen können wir es ja nicht wirklich. Und Sie sehen natürlich, ist analog noch bei 75, balanced 50%. Also da spielt es sich ab. Das heißt, also diese Lehrmaterialien, die Digitalisierung in den Schulen, ist ungefähr dort derzeit in Österreich. Und das ist für mich eigentlich spannend, weil wenn der Shift sehr stark rübergeht, dann müssen wir natürlich an den Hochschulen dementsprechend dann reagieren oder auch vorbereitet sein. Das ist sehr kompliziert, die Grafik. Sie sehen, wir fragen also einzelne Dienste ab, also was verwendest du zum Lernen, wie oft und wie auch immer. Im Endeffekt also sehen Sie drei große Balken, das ist also die Office-Schiene, die ist da vorne. Dann gibt es die Kommunikationsschiene zum Lernen und dann gibt es noch YouTube und Wikipedia. Ja. Das ist auch das, was der Herr Professor Keres betont hat. Wir haben zwar eine unglaublich gut ausgestattete Generation, also ich hätte das gern gehabt in meinem Studium. Umgekehrt also heißt das nicht, dass Sie jetzt medienkompetent mit diesen Dingen tatsächlich so umgehen, sondern Sie können das als Anwender grob nutzen, so im Endeffekt. Das habe ich noch mitgebracht, das wollte ich nicht weglassen. Das war für uns immer spannend. Gibt es eine gegenseitige Beeinflussung? Also wenn Sie jetzt hergehen und clustern, gibt es jemanden, der auf WhatsApp unterwegs ist, sagt er, dafür brauche ich kein Facebook und keine E-Mails, oder wenn ich Facebook mache, brauche ich kein WhatsApp oder keine E-Mails. Das kommt so nicht raus, ja? Sondern Sie sehen ganz genau, also wenn WhatsApp hoch ist, ist auch Facebook hoch. Das heißt also, wenn man es grob übersetzt, es gibt den Vielredner und es gibt den, der mag gar nicht reden. Das ist dann wurscht, ob ein soziales Medium da ist oder nicht. Das sind die, die da unten unterwegs sind, ne? Also die reden dann gar nicht. Also das heißt, jener Person, die stark in diesen Medien unterwegs ist, ist es wahrscheinlich auf ziemlich allen Plattformen. Und das heißt, also man kann jetzt nicht sagen, es ist das Medium oder sonstiges, sondern der Schluss ist eigentlich, also die Studierenden, die da kommen, die sind gewohnt, mit diesem Smartphone tatsächlich auch zu kommunizieren. Ja, spannend ist das, was ich einmal gefunden habe, das wollte ich nicht vorenthalten, über die Denkweise unserer Jugendlichen. Also die Jugend von heute, wahrscheinlich denken sie, dass sich bei einem Pocket Mirror, einem sogenannten Taschenspiegel, den habe ich noch gekannt von meinem Großvater, um eine Telefon-App handelt. Das ist schon spannend, also wenn man diese Denkweise und dieses Denkmuster denkt, dass vieles Dinge einfach für die völlig normal ist und ich würde heute schon so provokativ sein, wer keine App hat, der ist eh schon immer vorhanden. Damit komme ich zu eins. Warum ich frage nach E-Learning, ich glaube, dass für die Studierenden reden wir über was Komisches. Also die sind gewohnt, digitale Geräte in allen Ecken und Enden einzusetzen. Das ist völlig normal, dass sie eine WhatsApp-Gruppe machen, darüber diskutieren und so Dinge auch machen. Ich erlebe auch nicht, dass eine Lernplattform ein großes Übel ist, sondern dann ziehen wir es uns halt dort runter. Das ist alles selbstverständlich geworden. Und deswegen sage ich, Medieneinsatz für Lernzwecke ist für Jugendliche von heute normal, alltäglich, integraler Bestandteil ihrer einfachen Lernumgebung. Und das ist auch immer wieder das Bestreben, dass wir das I schon wegtun und sagen, naja, wir reden hier von Lehren und Lernen und da gehören Medien ganz selbstverständlich mittlerweile dazu. Also ohne kann ich einfach nicht mehr, weil das sind ja alle hier gewohnt. Die zweite Frage ist, wie lernt man denn dieses E-Learning? Also wenn ich die Studierenden angeschaut habe, dann habe ich umgekehrt das Problem bei meinen Lehrenden, dass die natürlich in die Panik kommen. Die sollen sie alle 2 Jahre umschulen, ein neues Tool kennenlernen, wie kann ich da mithalten, was tut die Hochschule dafür? Da habe ich immer 3 Punkte. Also sind also schon 3 Säulen, die man sich da überlegen muss. Das eine ist diese Stärkung der Hochschuldidaktik. Und ich sehe jetzt wieder, wenn ich das E-Learning so betone, als integralen Bestandteil. Das ist auch nichts, was auf der Seite läuft und wo es eigene Programme geben sollte, sondern das ist auch aus meiner Sicht selbstverständlich mittlerweile zu behandeln. Und da drinnen habe ich sehr gerne immer 3 Schlagworte, nämlich Medienpädagogik, Mediendidaktik und Medieninformatik. Das sind 3 verschiedene Fachgebiete, das kann ich nicht oft genug betonen. Der Medieninformatiker ist kein Medienpädagoge, aber der ist auch sehr wesentlich, weil das meine eigene Zunft ist. Wenn die Leute technisch nicht wissen, wie es geht, dann tun sie sich vielleicht schwer, das Medium tatsächlich so einzusetzen. Oder ich sage eben auch immer, die NSE macht deswegen wenig Wirbel, also in Deutschland, weil die Leute gar nicht wissen, was da passiert. Also wenn die wissen würden, was tatsächlich da im Hintergrund laufen kann mit diesen Daten, dann würden sie vielleicht gesellschaftspolitisch anders agieren und viel mehr Aufruhr sein. Und diese 3 Fachgebiete, es gehört auf allen 3 was getan. Und also wir haben in den letzten Jahren immer gesehen, die meisten wollen die Medienpädagogik, weil die ist etabliert, die gibt es lange. Aber wir sind am Sektor der Mediendidaktik und Informatik, versuchen wir also sehr stark hier nachzuziehen. Dann natürlich, was fragend schon angeschrieben ist, die organisationelle Verankerung der Online-Lehre.
die ist sehr wichtig, weil natürlich fragen Sie sich, wie kriege ich Geld dafür, kriege ich eine Reputation dafür, was tut meine Organisation, dass tatsächlich ich Medien verwende, weil natürlich jede Verwendung ist hier mit Aufwand verbunden. Also ich würde Sie anlügen, wenn Sie sagen, nein, es wird alles leichter. Na, Sie müssen Dompteur zwischen verschiedensten Beamern sein, werden Sie hier sehen, das müssen Sie sich überlegen. Ja, Sie müssen vorher nachdenken, Sie müssen das üben, Sie müssen darüber nachdenken, was mache ich mit 3 Projektoren, ja, wie kann ich die tatsächlich so einzusetzen, dass nicht der ganze Hörsaal lacht, weil ich gerade den Knopf davor nicht drücken kann. Und diese Dinge muss man natürlich von der Hochschule fördern und natürlich auch nicht nur zur Verfügung stellen, sondern wir merken einfach, nachdem ich also auf dieser Seite sitze, wie schwer es ist, dann tatsächlich das auf den Boden zu bringen, diesen Willen dann zu haben, okay, ich setze das ein, weil Sie merken es erst nach dem 3., 4. Mal, wo Sie tatsächlich einen Nutzen haben. Also beim 1. Mal geht vermutlich mehr schief, als es hilft. Ja, und das 3., das wird meistens so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, die Schaffung der Infrastruktur, weil EDV darf nichts kosten. Das ist so wie beim Hausbauen, man hängt einmal den Beamer hin, damit waren die Kosten erledigt. Glauben Sie mir, also wenn Sie ihn hingekriegt haben, fangen die Probleme erst an und das Geld ist nicht mehr da, weil natürlich, jetzt haben wir den hingekriegt, warum brauchen Sie schon wieder Geld? Naja, weil die Birne kaputt ist oder sonstiges und das ist echt viel Geld. Ja, und vor allem so WLAN-Ausstattungen, die Sie alle 2 Jahre ändern, weil Sie wollen ja, dass es flutscht auf Ihrem Smartphone. Also zweitens, ein umfassender, integraler Medieneinsatz ist nur mit entsprechender Medienkompetenz auf Seiten der Lehrenden möglich. Ja, dafür ist natürlich was zu tun. Also das muss man natürlich ernst nehmen, das Thema, und natürlich entsprechend forcieren. Die 3. Frage, und jetzt komme ich ein bisschen zur Einleitung mit den Open Education, ist natürlich die Frage, wie kommt man denn zu den Lerninhalten? Ja, weil wir sind zwar an der Hochschule per se die größten Produzenten von Lerninhalten, weil wir meistens keine Bücher haben, auf die wir wirklich zurückgreifen können. Also meine Lehrenden sind ja rundum Produzenten. Und jetzt ist die Frage, ja, das ist kein leichtes Thema. Ich habe 3 Fragen, die jetzt rhetorischer Natur sind. Ich hoffe aber, dass ich jede Person in dem Raum etwas erwische. Die Situation ist ein Lernender. Er stellt sich eine Lernunterlage, indem er sie aus diesen mehreren Dokumenten zusammenstellt. Also auf der technischen Universität heißt es Formelsammlung. Da kopieren wir zusammen, was nur geht, weil wir müssen irgendwie schauen, dass wir das rechnen können. Jetzt ist die Frage, das ist natürlich super toll geworden, Sie haben sich total viel Mühe gemacht. Kann er das seiner Mitschülerin, seinen Mitstudierenden weitergeben und der spielt das auf irgendeiner Lernplattform drauf oder irgendwelche sind Systeme, die das so haben. Das 2. der Lehrende, also wir, findet Arbeitsblätter im Internet, also irgendeine tolle Unterlage für den Unterricht. Jetzt könnten Sie natürlich, ja, ganz passt das natürlich nicht, oder ich brauche eigentlich nur 2 Folien von diesen 10, können Sie jetzt rausschneiden und dann die Lernenden einfach weitergeben als Kopie oder natürlich digital, also irgendwie ein Learning Management System. Und der Lernende schreibt eine Prüfung einer Bildungsinstitution, das ist auch immer eine spannende Situation. Jetzt geht er nach Hause, schreibt diese Fragen, die von Ihnen erstellt wurden, auf einen Zettel nieder und speichert es, bei uns heißt es E-Giraffe für meine Studierenden zu Hause, auf diesem Informationssystem ab. Ja. Ja, dann haben Sie 3 Fragen und eine Antwort ist eigentlich einmal grundsätzlich Nein. Ich weiß, es gibt Sonderregelungen oder Sonstiges, aber grundsätzlich können Sie Nein dazu sagen. Warum? Weil die Urheberrechtsregelung zuschlägt. Und die ist in Deutschland genauso grausam wie in Österreich. Wir können uns da die Hand geben und unsere Urheberrechtsregel ist grundsätzlich etwas sehr Gutes. Also ich bin der Letzte, der sie abschaffen will. Aber grundsätzlich blockiert sie uns in der Lehre massiv, ja, weil diese Dinge eigentlich nicht mit der Digitalisierung gedacht worden sind. Ja. Sie waren früher auch nicht möglich, aber da im Hörsaal hat keiner nachgeschaut und Sie haben zum Zwecke des Unterrichts Kopien ja austeilen dürfen. Das dürfen Sie also jetzt so einfach online in der Regel nicht. Jetzt müsste man sich fragen, das Problem kennen Sie, ACTA und Sonstiges, das geht also sehr stark weiter. Was ist das dann mit dem digitalen Klassenzimmer? Das habe ich jahrelang, bin ich also wie gesagt mit dieser Frage durch Österreich getourt, weil da wollte man Tablet-Klassen und Sonstiges machen und dann vor Ort festzustellen, jetzt haben wir alle Tablets, aber keine Lernmaterialien dafür. Ja, weil das mit dem Urheberrecht ist ein bisschen blöd, ne? Weil Sie wissen, also dann hat man gesagt, für einen Klassenverband darf man, dann ist das Problem, ich als Elternteil bin kein Klassenverband, das heißt, wenn mein Sohn mir was schickt per E-Mail, dann macht er gerade eine Urheberrechtsverletzung, das darf ich auch noch zahlen, weil ich als gesetzlicher Vorgesetzter bin. Ne? Also, und das ist auch nicht lapidar, wir reden da von 3.000, 4.000 Euro, wenn sie uns erwischen. Und eigentlich kann es ja nicht sein, dass wir das Problem auf die Studierenden abladen. Also all diese Dinge diskutieren wir hier jetzt schon seit ungeschaut 15 Jahren und da tut sich also sehr wenig. Und deswegen gehen wir in die andere Richtung. Das ist die Idee des Open Education, diese Open Culture, ja, wo Sie wahrscheinlich alle Open Access kennen und Open Source als die 2 größten Vertreter, gibt es also auch sowas wie Open Educational Resources.
Das heißt, Bildungsmaterialien, die freigegeben worden sind. Ja, also das, der Unterschied ist, dass sie also nicht nur frei im Internet verfügbar sind, also das ist etwas, was sie dauernd finden, sondern dass sie auch über eine entsprechende Lizenzierung verfügen, damit sie als Nächster, der das nutzen, genau wissen, was sie damit tun dürfen. Das heißt nicht, dass ich ihnen das so freigegeben habe, dass sie es verkaufen können oder ein Geschäft damit machen können, sondern ich habe es ihnen freigegeben so, dass ich ihnen genau sage, wie sie es nutzen dürfen. Meistens gebe ich so frei, dass sie sagen, sie müssen meinen Namen nennen, weil es die größte Ehre für einen Hochschullehrer in einer anderen Hochschule genannt zu werden. So ist mein eigenes Verständnis. Also wenn ein anderer Hochschullehrer meinen Namen in den Mund nimmt, ist das der Ritterschlag. Und mehr kann ich eh nicht erreichen. Und das heißt also, deswegen versuche ich das auch tatsächlich freizugeben, mit der Idee, dass andere das benutzen können und auch damit arbeiten. Ja, das ist die Idee der Open Education Resources. Es gibt also hier verschiedenste Abstufungen. Sie können also die Creative Commons Lizenzen so machen, dass der andere die gleiche Lizenz machen muss. Das ist alles die Idee, die die Wikipedia hat zum Beispiel. Oder Sie machen halt etwas und sagen, nein, er darf es kommerziell nicht nutzen. Gebe ich manchmal nur zu bedenken, passen Sie bitte auf, weil eine Privatschule wird eine kommerzielle Nutzung sein. Oder Erwachsenenbildung. Ja, dass diese Idee auch tatsächlich funktioniert, ja, weil auf der einen Seite von der Kanzel große Worte zu schmeißen und gesellschaftspolitisch da irgendwie irgendwas agieren zu wollen, auf der anderen Seite keinen Beleg dafür zu haben, ist auch blöd, haben wir seinerzeit also L3T gemacht, das Lehrbuch für Lernen und Lernen mit Technologien. Warum? Weil es also kein wirkliches Lehrbuch gegeben hat. Es gibt viele tolle Bücher, unter anderem von Marissa Keres, die das Thema behandeln, aber wir wollten ein Lehrbuch machen. Und die Idee war, dass das vielleicht viele Personen machen und die das dann frei zur Verfügung stellen. Und das Spannende, das hat funktioniert, wir haben es in zwei Versionen draußen mittlerweile, insgesamt mit 59 Kapitel, 280 Personen, die sich daran beteiligt haben, also großen Dank, es gibt welche hier erinnern, die auch dabei waren. Und das haben wir frei zur Verfügung gestellt. Offene Lizenz, Sie können sich alles runterladen, Sie können jedes Bild in Ihre PowerPoint einbauen, was Sie wollen damit. Sie könnten hergehen und zwei Kapitel verkaufen, das ist alles völlig egal, alles offen und frei. Weil unsere Idee war, wir wollen ein Lehrbuch schreiben, das tatsächlich verwendet wird. Ja, das nicht wieder irgendwo stehen bleibt und dann sagt, ja, ich habe auch mein Lehrbuch geschrieben, jetzt kann ich in Pension gehen. Nein, ich wollte wirklich ein Buch, das tatsächlich Anwendung findet. Und damit Sie wissen, mit welchen Dimensionen wir jetzt reden, habe ich die aktuellen Downloadzahlen mitgebracht. Ja, das sind die Bücher, die so oft sind sie downgeloadet worden bisher. Das zeigt ein bisschen, offensichtlich verwendet es, offensichtlich gibt es einen Bedarf da draußen. Und ich kann Ihnen auch sagen, weil das Buch gibt es im Print, ich habe 200 verkauft. 200, das heißt, also für den Aufwand, den ich gehabt habe, für das Online-Stellen und sonstiges, kann ich mir ein paar Cafés kaufen. Also, wie Sie sehen, also ich stehe immer noch da, also reich bin ich auch nicht geworden mit dem Verkauf und ich wäre es auch nicht geworden, weil es viele Verlage, die zu mir kommen und sagen, 200 ist super, also für ein Lehrbuch, das ist eine tolle Auflage. Ne? Aber ich wollte nicht ein Buch für 200 Personen schreiben, sondern ich wollte etwas zur Verfügung stellen, wo die Idee hat, ja, tatsächlich, das nutzen andere Personen. Und Sie sehen, mit welchen Zahlen wir hier operieren, ja. Klar, weil ich bin natürlich in gewisser Weise konkurrenzlos. Ja, das ist nicht mein Wunsch gewesen, aber es ist, hat trotzdem nicht das ausgelöst, dass jetzt mehrere gekommen sind und Bücher geschrieben haben und zumindest frei zur Verfügung gestellt haben. Wir machen das auf einem anderen Sektor auch. Sie können also, das Austria-Forum ist also die größte wissenschaftliche, größte Enzyklopädie eines Landes, also abseits von Wikipedia. Hier sammeln wir im Prinzip also Dinge aus Österreich mit der Idee, es zu erhalten und Schulen wieder zugänglich zu machen. Da finden Sie Bücher drinnen, die kriegen Sie eigentlich nicht mehr in der Bibliothek, die haben wir digitalisiert und die kann man dort lesen. Und mein ehemaliger Chef, der Professor Maurer, tourt durch Österreich, um etwas einzusammeln, digitalisiert zur Verfügung zu stellen. Und mit der Idee, das frei zu machen und da tatsächlich Schulen die Möglichkeit gegeben, über Österreich und sonstiges hin darüber hinaus tatsächlich viel also zu bekommen. Und das Letzte, wir tun es auch bei MOOCs. Also wir haben in Graz die iMOOCs-Plattform und unsere Idee ist auch hier, Bildung zugänglich zu machen. Also jeder MOOC bei uns ist nicht nur frei zugänglich, sondern Sie können tatsächlich jedes Video, das sowieso auf YouTube steht, auch bei, wirklich im Hörsaal bei Ihnen einsetzen, weil es lizenziert ist. Sie haben kein Problem damit, die öffentliche Vorführung, die sonst auf bei YouTube-Filmen tatsächlich Probleme macht. Und das war die Hauptidee eigentlich, zu sagen, ja, bieten wir doch Kurse an und wenn für einen anderen zwei Filme aus unseren 8 Filmen total hilfreich sind, dann ist es echt geholfen. Ja, und das ist auch die Idee, wo ich also zumindest in Österreich in der Universitätenkonferenz durchaus Anklang finde. Die sagen, ja, das scheint sinnvoll zu sein, dass hier so sehr hohe Medienproduktion, die kostet tatsächlich viel Geld, Videoaufnahmen, Studio und so weiter, wieder zur Verfügung steht und nicht also quasi einmalig gespielt wird.
Gut, das heißt drei Lerninhalte ist so, dass ich glaube, dass die Öffnung dieser Zugänglichkeit von Bildungsinhalten eine wesentliche Basis sein wird. Wir werden diese Inhalte brauchen. Meine Studierenden sagen auch immer zu mir, sie lernen Mathematik nicht mehr an der TU Graz, sondern sie hören Herrn Löwisack zu. Also auch das haben wir hier. Das eigentlich heißt, wo was zugänglich gemacht wird, wird tatsächlich auch was passieren. Ja, und das ist also sehr wesentlich. Ja, dann die Frage ist, wie mache ich jetzt denn das E-Learning? Jetzt hätte ich die Lerninhalte. Ich weiß als Lehrender, wie es geht. Meine Studenten warten alle darauf. Dann ist natürlich so, und das hat Herr Professor Keres viel schöner ausgeführt, es gibt mittlerweile eine Unzahl an Konzepten, ja, also verschiedensten Modellen. Also das Neueste ist dann Flipped Classroom, Inverted Classroom, wie auch immer. Also ich glaube, wir in der Forschung tun sehr viel auf dem Sektor, ist sehr viel erprobt. Sie können das zum Teil schon tatsächlich nehmen und sagen, ja, das probiere ich jetzt auch und passt in meinem Fachbereich, weil die Tücke liegt dann im Detail, ja, weil natürlich also ist es in einer Fachwissenschaft probiert worden, dann ist es in der anderen etwas anders. Also ingenieurwissenschaftliche Studien unterscheiden sich von geisteswissenschaftlichen. Und damit geht es zwar irgendwie schon, aber im Endeffekt kann man vieles nur übertun und probieren. Es gibt verschiedenste Typologien, wo Sie auch das haben von kompletter Online-Lehre bis also zu kompletter Offline-Lehre, wie auch immer, hunderttausende Mischformen, sodass es sich auch schwer lässt, das Ganze immer wieder tatsächlich in Konzepte zu gießen. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, glaube ich, dass also hier sehr viel vorhanden ist. Und damit komme ich zu vier, dass da was ganz wesentlich ist, dass Sie einen adäquaten Medienansatz erhöht Ihnen tatsächlich die didaktische Vielfalt. Das heißt, eigentlich sind wir heute in der Lage, mit Medien so zu unterrichten, dass uns das tatsächlich hilft. Also es soll bitte nie umgekehrt sein. Also wenn Sie das Gefühl haben, ich brauche keinen Beamer, dann macht er auch keinen Sinn. Sondern die Idee ist einfach nachzudenken, was kann jetzt bewirken, brauche ich das, bereichert das meinen Unterricht, und ich glaube, mittlerweile kann man also wirklich tatsächlich jeder Person helfen. Und zu guter Letzt, die fünfte Frage ist dieses nach dem Wo. Wo passiert denn dieses Lernen eigentlich? Also passiert das da im Hörsaal oder was, welche Möglichkeiten sehen wir heute? Dann bringe ich manchmal immer gern diese Folien, also diese Devices of Tomorrow. Sie sehen also hier die Google Glass, die können Sie übrigens vergessen, also das war wirklich nur ein Prototyp. Aber Brillen, Virtual Reality Brillen, also sind jetzt auf dem Vormarsch. Wir haben sowas wie Surface-Oberflächen, wo mehrere Personen gleichzeitig auf Oberflächen arbeiten können und Sonstiges. Sie sehen also Projektoren, wo Sie keinen Projektor mehr brauchen, sondern irgendwas am Körper schon tragen, so eine Kamera. Auch spannend war natürlich dieser Versuch, das war die erste Klasse in Österreich zum sogenannten OLPC, One Laptop Per Child. Die haben die Kinder mit 6 Jahren, also wie sie begonnen haben mit dem Schulsystem, diesen Laptop bekommen und wieder schreiben, lesen, rechnen gekonnt. Und die existieren heute noch, sind völlig normal. Sind heute Laptop-Klassen, also die sind schon lange weg von diesen Geräten, die arbeiten ganz anders. Und sind das eigentlich ganz spannend, wenn man denen zuschaut. Da passiert ganz anders was. Da brauchen sie nicht diskutieren, machen wir was, sondern die arbeiten mit ihren Werkzeugen völlig normal dahin. Und für uns auch eine spannende Entwicklung gesehen zu beobachten, wie Kinder mit dem heranwachsen können. Mobiles Lernen, weil es heute auch schon Thema war, da habe ich immer dieses Beispiel. Wer hat denn diese App Unlock Your Brain installiert? Ach, das ist immer enttäuschend. Ah, danke, Tim. Und zwar folgendes, diese App macht folgendes, die sperrt Ihren Bildschirm und die geht nur dann auf, wenn Sie eine Rechnung lösen. Also statt an diesen nervigen Code oder in drucksensitiven Dingen, haben Sie zum Beispiel 3 plus 4 stehen und dann haben Sie also hier 7. Oder Sie können das Gleiche natürlich auch mit Vokabel machen, Sie machen das auch mit Vokabellernen. Und das ist total spannend, also wir haben im Hintergrund die Daten analysieren dürfen, wie stark die Lernkurve in die Höhe geht. Ja, also und keine Sorge, muss ich immer dazu sagen, wenn Sie es dreimal falsch eingeben haben, kommen Sie trotzdem ins Telefon. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist ganz spannend und eine wunderschöne Anwendung für mobiles Lernen, implizit, da braucht man nicht nachdenken. Es ist erstaunlich, wie schnell Kinder zweistellig plus zweistellig addieren lernen mit dem Ding. Ja. Und das machen das gern, weil es lustig ist, das ist für uns genauso lustig. Und das geht wahnsinnig schnell und sie sind, das ist einfach ein implizites Training, ständig überall, wie sie halt wollen. Und das ist kein Aufwand im Großen. Und wie gesagt, die haben den Google-Preis gewonnen für Lern-Apps. Oder man zum Beispiel Educational Apps, die wir gebaut haben, so ist für Kinder 6 Jahre, die lernen gerade Mathematik, da geht es nur um die Zähneüberschreitung, nicht mehr und nicht weniger, ganz eine kleine App. Da haben sie 4 plus 2, dann können sie diese Vogel da abzählen, ne? Und wenn sie es abgezählt haben, können sie dann irgendwie die Lösung nehmen. Und also das ist halt wunderschön visualisiert, damit die Kinder so einfach spielen und dann das herangeführt werden.
oder Twitter-Walls oder so Dinge, wie da live gezeichnet wird, wo parallel zu meiner Veranstaltung weitere Dinge passieren. Ja, also wir können dann abfragen, gibt es Fragen aus dem Netz oder sonstiges, rausfiltern diese Fragen. Wir haben das in der Wissenschaft immer als Murmuring in the Background bezeichnet. Früher haben sie sich Zetteln zugeschoben, jetzt können sie halt öffentlich twittern. Das heißt also, im Prinzip hat sich nicht viel verändert, es ist nur eine andere Form des Mediums. Learning Games sind also auch Games, sind aus meiner Sicht wieder aufgekommen durch die Idee des Mobilen. Ne? Also das war so, dass man draufgekommen ist mit 2000 Euro, das kostet aber alles relativ viel, wenn sie tatsächlich gute Games machen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, relativ simpel, einfach Games zu machen, die man so nebenbei ein bisschen spielen können. Das ist der Beispiel unseres Schnittkraftmeisters für die Studiengänge Mechanik oder alle, die Mechanik haben im Endeffekt, die müssen das nebenbei trainieren. Ja? Und das ist so quasi, das sagt man, übt das einfach, weil das hilft euch quasi dann, also die ganzen statischen Vorgänge besser zu behalten. Kooperatives Lernen, also auch das, glaube ich, könnte noch eine neue Dimension kriegen. Und zwar, wenn man die Kooperation nicht nur zwischen den Menschen versteht, sondern auch zwischen den Geräten. Da ist Folgendes, Sie haben also da einen Bingo-Tisch, das ist der iPad zum Beispiel, der hat eine Rechnung. Und dann können Sie bis zu 4 verschiedene Devices connecten, die haben die Bingo-Karten mit den richtigen Lösungen. Und das heißt, die Kinder sitzen am Tisch und dann miteinander Bingo spielen. Im Prinzip versuchen sie also diese Rechnung zu lösen und gleichzeitig reden die echt viel. Also das halten sie nicht aus in so einem Raum. Die schreien sie gegenseitig an, wenn der andere nicht weitergetan hat. Und da zieht also der Starke den Schwachen also ständig mit. Und das Schöne daran ist bei der Evaluation, das haben wir damals auch nicht bedacht, ist, dass die Kinder gesagt haben, also dass die Guten immer gesagt haben, naja, da gewinne ich nicht immer. Und die Schwachen tatsächlich auch immer die Chance gehabt haben, also auch in Mathematik tatsächlich also hier Gewinn zu erleben, weil natürlich die Zahlen gewissen Einfluss natürlich schon haben. Aber das können Sie zum Beispiel mit Mathe Memory spielen, haben wir das probiert, also wo quasi zwei miteinander Memory spielen und sonstiges, also wo man die Geräte nutzt, die Verbindung der Geräte nutzt, um also Kooperationen zu erzeugen. Dann das Thema Learning Analytics ist also groß im Kommen. Manchmal muss ich das ein bisschen wegstreichen und Academic Analytics sagen. Also da erzähle ich Ihnen nicht viel, da kriegt man Bauchweh, also wenn Sie darüber nachdenken, was mit lernenden Daten in Zukunft alles gemacht werden kann. Aber wo es sehr gewinnbringend ist, ist die spannende Frage, was ist die schwierigste Rechnung des 1x1? Ich nehme Gebote entgegen. Also wir leben jetzt in 2016, Sie werden doch irgendwo wissen, was die schwierigste Rechnung des 1x1 ist, oder? 7x6, wer bietet was anderes? 8x8 habe ich gehört. Wir nähern uns. 7x8, fast knapp. 7x8 ist knapp. Also es ist genau da darüber, es ist immer wieder 6x8 und 8x6 sind die zwei schwierigsten Rechnungen des 1x1, zumindest nach 1 Million Rechnungen. Also wir haben einen Online-Trainer online gestellt, 1x1 und Face-Daten sammeln, da kann sich jeder anonym anmelden und wir sehen also aufgrund dieser Rechnungen, relativ stabil mittlerweile seit den letzten 800.000 Rechnungen, dass 8x6, 6x8, 7x8, 7x6 sind offensichtlich die schwierigsten Rechnungen des 1x1. Damit Sie jetzt sehen, dass das Implikationen hat, jetzt müsste ich mich fragen, nachdem in österreichischen Lehrbüchern die 8er-Reihe zum Schluss unterrichtet wird, ob das tatsächlich einen Einfluss hätte. Ob man vielleicht die Lehrmethode ändern könnte, um dann andere Aussagen zu kriegen. Ja, das sind spannende Fragen, die sich die Mathematik bis heute nicht gestellt haben. Man sollte meinen, da findet man in der Literatur was, na, da finden Sie gar nichts. Schulbücher sind einfach empirisch entstanden in vielen Punkten. Und das Spannende ist jetzt, das können Sie also nicht nur für alle zeigen, das kann ich Ihnen zeigen pro Schule, pro Klasse, pro Kind. Und Sie wissen jetzt ganz genau, welches Kind an welcher Stelle wo die meisten Schwierigkeiten haben. Sie brauchen also nicht hergehen und die 8er-Reihe durchgehend prüfen, sondern Sie können 8x6, 7x6, 5x3 tragen und dann tatsächlich individueller auf die Kinder damit eingehen. Und das ist die Idee von Learning Analytics. Das heißt also Daten zu sammeln, gegenüberzustellen, zu systematisieren und ganz wesentlich den Lehrenden zu unterstützen. Also das ist unser Prunkstück. Es geht nicht darum, irgendwas komplett in künstliche Intelligenz aufzulassen, sondern eigentlich den Lehrenden Dinge in die Hand zu geben, wo er wieder besser, individueller, persönlicher reagieren kann. Ja, dann zum Abschluss habe ich noch Making. Es ist so jetzt das, mit dem wir uns jetzt momentan sehr beschäftigen. Das heißt also, wir sehen einfach, die Digitalität durchdringt unseren Alltag. Das ist wahrscheinlich am bekanntesten noch über den 3D-Printer, der also da irgendwie jetzt da in aller Munde ist. Sie haben so Dinge wie Scratch und Programming, Roboters, dann haben Sie so kleine Hardware wie diese Arduinos, Raspberry Pis und sonstiges. Und da ist die Frage, also dass mit diesen Dingen können Sie digitales Gestalten ermöglichen.
Was die Idee ist, also nicht, dass wir jetzt alle zu Programmierern ausbilden, sondern dass wir mit relativ einfachen Dingen Kindern Werkzeuge in die Hand geben, wie sie in Zukunft mit Digitalität was Kreatives machen können. Ja. Und das Spannende daran ist, bei diesen Maker Days und Making haben sie plötzlich auch kein Gender-Problem mehr. Ja, das sind weiblich, männlich gewissermaßen gleich vertreten, weil die programmieren halt vielleicht nicht, die machen halt lieber ein 3D-Modell, was weiß ich, für den 3D-Drucker. Oder sie spielen sich halt beim Sound herum, beim Raspberry Pi. Und das ist das Spannende für uns, wenn wir also quasi mit digitalen Werkzeugen an die rangehen, mit der Idee tatsächlich also Kreativität zu fördern. Ich habe da noch Bilder mit, damit Sie sehen, ja, die drucken dann tatsächlich. Da wird also die Aufgabe ist da, wir bauen uns eine Stadt. Da wird das einen halben Tag lang gezeichnet mit einem 3D-Programm. Jedes Kind baut sein eigenes kleines Haus, das druckt man aus und am nächsten Tag steht in der Früh dann die Stadt im Klassenzimmer. Und das Ganze wird dadurch viel angreifbarer. Man könnte jetzt sagen, ja, wozu müssen wir das drucken? Das ist der Zugang. Ja. Die Kinder kommen also nicht her und wollen ein 3D-Programm lernen, sondern sie wollen für den 3D-Drucker was machen können. Und das ist der Zugang wird was anderes, dieses Tun, Machen und dass man dann digitale Werkzeuge braucht, ist quasi ein Nebeneffekt. Gut, damit bin ich bei der Beantwortung der Frage 5. Ich glaube, dass Lernen ubiquitär wird, auch durch diese Geräte, die wir da eingesteckt haben. Wir sind immer erreichbar, jederzeit, überall. Wir beteiligen uns, diskutieren mit, tun da weiter und engagieren uns in so vielen Punkten. Und das ist natürlich auch spannend für die Hochschule. Damit komme ich zur Abschlussfolie. Die ist eigentlich die Zusammenfassung dieser 5 Dinge. Die Zukunft des Lernens ist ohne Medien für Jugendliche, glaube ich, undenkbar. Also sie können niemanden mehr Smartphone wegnehmen. Ich habe die Diskussion manchmal mit irgendwelchen Bildungsministerien, weil Schulen dann das wegnehmen wollen. Ich meine, ich frage dann immer zurück, machen sie das mit Brillen und Uhren bereits auch? Ja, das ist natürlich das Spannende, weil also meine Söhne haben beide Smartwatch. Mehr oder weniger und irgendwann werden sie eine Brille auch noch haben, also man kann ihnen nicht alles abnehmen, ne? Das ist, irgendwann wird es so also komisch. Es benötigt umfassende Medienkompetenz der Lehrenden. Das ist selbstverständlich, dass die Hochschule da irgendwie etwas tun muss, also in allen Facetten, wie ich es ausgeführt habe, vor allem auch mit den organisatorischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass es viel mehr frei zugängliche Bildungsinhalte braucht, weil wir uns dann leichter tun in der Produktion. Ansonsten müssen wir immer alles neu erfinden. Sie haben eine unglaubliche Möglichkeit einer didaktischen Vielfalt. Das gilt es auszunutzen, ja, das ist was Positives, Sie können das so machen, wie Sie wollen und mehr oder weniger haben Sie die Chance, also dass Lernen und Lernen überall und jederzeit dann stattfindet. Damit sage ich danke fürs Zuhören, ich hoffe, es war für jeden was dabei. Die Folien sind übrigens hier online, also wenn die jemand mehr haben möchte. Danke sehr. Bevor Sie gleich dran sind mit Fragen, Kommentaren, einmal von mir eine kurze Frage. Sie sagten ja gerade, WhatsApp hat E-Mail im Grunde eingeholt, laut Ihrer Studie. Implikation fürs E-Learning? Also, wofür kann ich WhatsApp jetzt so nutzen? Für Gruppen, für kleine Lerngruppen, wo man sich austauscht, wo spielt das noch eine Rolle? Und dann frage ich auch noch mit dem Hintergrund von Hochschulen, die teilweise sagen, na, wir wollen bestimmte Sachen auch gar nicht genutzt haben. Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Diskussion habe ich bei Facebook auch gehabt. Also wir selbst als Hochschule haben Facebook nie verwendet, aus Datenschutzgründen. Aber ich merke einfach, wie das Handling, das Organisieren von Gruppen, das Teamworking dadurch zwangsläufig auch besser, flexibler und sonstiges wird. Das ähnlich wie mit Dropbox zum Beispiel, also wo Studierende, ist es völlig normal, dass sie sich austauschen können. Jetzt kann man immer überlegen, als Hochschule stelle ich selbst ein Werkzeug zur Verfügung, damit ich rechtlich sauber bin. Nur in der Regel kommen wir in der Hochschule nicht so schnell voran, also wie uns die Internetanbieter das machen. Und deswegen muss man halt sagen, okay, bis dorthin die Krücke, ich empfehle euch schon diese Werkzeuge, weil sie effizient sind. Ne? Und bei Teamworking, und wir haben sehr, sehr viele Gruppenarbeiten, ist es spannend. Ich selbst als Lehrende bin also meistens erst sehr spät auf diesen Ebenen quasi mit den Studierenden in Kontakt, sprich also im Masterprojekt und Masterarbeiten. Ne? Also da ist es, weil es dann persönlicher wird und da ist es vielleicht spannender, auch auf diesem Sektor miteinander zu arbeiten. In Grundlagenvorlesungen ist es mehr bei den Studierenden. Ja, jetzt an Sie. Ja, die Frage, was haben Sie für Fragen, für Kommentare? Ich habe bei Twitter gesehen, also Marc Schülke hat sich geäußert, Andreas Wittke, Timo van Treck, die haben auch ein bisschen was geschrieben, haben vor allem gepostet, was Redner so gesagt hat, zum Beispiel das Thema Medieneinsatz als integraler Bestandteil der Lernumgebung, dieses Thema, dass es eben Teil der Jugendwelt einfach ist oder der jungen Erwachsenen, dass es ganz normal ist und dass man gar nicht drüber nachdenken muss, dass da Medien dazugehören im Lernen. Was haben Sie für Hinweise? Timo van Trink, die Hütte, TH Köln.
Ich hätte eine Frage zu OER noch, Martin. Ich habe in letzter Zeit häufiger geschaut, und weil das fachbezogene OER ist. Man findet ja relativ viel allgemein über OER, auch mediendidaktische OER-Materialien, aber fachbezogene Materialien. Also wirklich mal zu schauen, in der Mathematik, in der Erziehungswissenschaft, in der ingenieurwissenschaftlichen Bereichen. Dann würdest du das so einschätzen, dass das ein Punkt ist, der noch erarbeitet werden muss? Stärker auf fachbezogene Materialien bei OER gucken, ja? Genau. Mhm. Ja, also danke für den Hinweis. Also ich wäre gern so weit, dass ich in den Fachgruppen schon denken kann. Also das ist natürlich noch ein Problem. Also wir haben da mehrere Schritte, weil einerseits muss es organisationell verankert sein. Das heißt also die Hochschule auch tatsächlich dazu stehen und das fördern. Und dann natürlich ist es für uns also auch wesentlich, dass die Leute wissen einmal, um was es geht. Also ich mache mehr Aufklärung, weil es ist nicht so, was das was Schwieriges zu verstehen ist, sondern es geht darum zu verstehen, warum das so wesentlich ist. Und dann im nächsten Schritt ist eigentlich die Bitte an die Lehrenden, wenn sie neues Lehrmaterial produzieren, es einmal frei zu lizenzieren. Und der wichtige Hinweis ist, es muss nicht nur digitales Material sein, Sie können auch Printmaterial dementsprechend lizenzieren. Sie können das Pickel in Ihr Buch genauso reinschmeißen, dann darf ich also da einfach was rausnehmen. Und dann wäre natürlich der nächste Schritt, wenn also die Materialien tatsächlich so zunehmen, in Deutschland auf irgendwelchen Bildungsservern, auch in Österreich ist es ähnlich, dann natürlich würde man mit Clustern oder sonstiges beginnen. Aber alle Untersuchungen, die sehr fachspezifisch bisher waren, haben gezeigt, ja, es gibt ein paar Fachbereiche, die meistens ein bisschen informatiklastiger sind, da ist man ein bisschen weiter. Und in den anderen natürlich muss man erst verstehen, wozu es das überhaupt braucht. Ja. Und also wenn Sie das im Hinterkopf halten, Urheberrecht und sonstiges, damit ist also auch klar für Ihre Studierenden, was die damit tun dürfen, ja. Ob sie eine Formelsammlung draus bauen dürfen oder nicht. Ja. Und das ist uns immer ein wesentliches Anliegen, einfach selbst sauber zu arbeiten, vor allem in Zeiten des Plagiats. Ja. Also trifft es auch uns Lehrende immer mehr. Ne. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Dankeschön für die Frage. Patrick Grebatsch, Universität Wittenherdecke, und ich habe eine Frage zum mobilen Lernen. Wenn Sie die Leute befragen in Ihrer Studie am Anfang, fragen Sie auch nach also Nachteilen oder ob Sie es gut finden oder schlecht, ob es da so eine Einschätzung gibt. Und die zweite Frage wäre, ob Sie auch in irgendeiner Form Medienkompetenz vermitteln bei sich. Also zur ersten Frage einmal, also wir haben das bei Kindern gemacht und haben sie gefragt, ob sie sich wünschen würden, das Mobiltelefon für mobiles Lernen einzusetzen. Da ist rausgekommen, also 85 oder über 80% der Kinder würden das gerne machen. Wir haben die gleiche Frage bei den korrespondierenden Lehrer und Lehrerinnen gestellt. Ja, davon haben quasi nur 25% des vergleichbares Device gehabt zu den Kindern, und diese 25% hätten sich vorstellen können, Mobile Learning zu machen. Das heißt, ich rede da immer von einem Gap zwischen Lehrenden und Studierenden oder Schülern. Und die zweite Frage habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden, war die Medienkompetenz bei... Wie weit ich vermittle bereits. Also wir, wir haben also auch so ähnlich, also wie ich es hier verstanden habe, also hochschulübergreifend im steirischen Hochschulraum, das sind 9 Hochschulen, begonnen, also eDidactics heißt das bei uns, anzubieten. Das ist, sind also 8 Module, wo ein Lehrender über 3 Jahre, aber es ist ein überschaubarer Aufwand, ich würde sagen zwei Wochenende oder pro Jahr in etwa, quasi, wo wir genau diese Dinge anbieten, und das wird dem Lehrenden angerechnet und innerhalb der Hochschulen im Austausch zumindest anerkannt, dass er diese Ausbildung hat, und das Ziel wäre, eine Stufe höher zu kommen, dass das auch österreichweit, also wenn die Lehrenden tatsächlich wechseln, dass da Hackerl drunter gemacht wird und gesagt wird, ja, der hat also eine mediendidaktische Medienkompetenzausbildung hinter sich, und irgendwann wünschen wir uns, dass das also international auch klappt, weil das ist das, was natürlich die Lehrenden brauchen. Sie wollen also nicht hergehen und an jeder Hochschule wieder ein Programm durchlaufen müssen, sondern eigentlich zu sagen, ja, ich habe also diese hochschuldidaktische Ausbildung hinter uns. Aber wie gesagt, das sind wir genauso wie hier in Deutschland beginnen. Die Ideen sind da, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir also gegen den ganzen Wulst der Hochschuldidaktik, die auch schon sehr viel unterrichtig ankämpfen können, weil mein Rektor möchte natürlich, dass nicht jeder da sich stundenlang in Weiterbildungen bewegt, sondern auch tatsächlich an der Front etwas tut. Und da im Prinzip sind wir gerade unterwegs. Vielen Dank. Ich schaue nochmal in die Runde und sage danke. Martin Edner, keine weiteren Fragen. Alles erschöpfend erklärt.